Jetzt, Colli, wie geht's dir? Wie geht's dem Kleinen? Ihm geht's gut, Colli, verstehst du? Was also, 3 Aspar Urlaub stellen wir uns später ins Flugzeug. Also, ich werde in der Holzklasse fliegen, du fliegst in der. Wie nennt man das nochmal? Verstehst du? Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und Dubai. Wir sind nämlich gerade in Dubai. Auf dem Weg nach Tokio. Wir hatten gerade die Probleme unseres Lebens. Wir hatten gedacht, fast, wir fliegen nicht nach Tokio. Ist wie es ist, können wir nicht ändern. Jetzt sind wir in Dubai und haben jetzt einen 9-Stunden Flug vor uns nach Tokio. Plan ist, weil der Typ ist ein bisschen abgehoben mittlerweile. Wie fliegst du aber? Er wird liegen. Also er kann wirklich so machen. So. Das ist schon wirklich luxuriös. Wir steigen jetzt gleich in den Flieger, fliegen nach Tokio. Business Class. Economy Class. Ich hab schon wieder vergessen. Und ich nehme euch ein bisschen mit auf der Reise. Genießt die Show jetzt, es wird sehr lustig. Wir sind jetzt 4 Wochen in Tokio. Nicht in Tokio, sondern in Japan. In Japan. Vielleicht Kyoto, vielleicht Kobe, vielleicht Sapporo. Mal schauen, was passieren wird. Stay tuned. Viel Spaß in diesem Video. Bro, hat mich sehr gefreut. Ich werde noch sitzen bleiben. War sehr schön mit dir. Ey, dieses Mal kommst du, aber bringst ein Glas vorbei. Das kann nicht sein. Okay, kann man machen. Okay. Da Lukas Business Class fliegt, kann er einfach vordrängeln, was sehr, sehr nice ist. Da ist der Kollege mit der Kamera. Wenn ihr natürlich ein Like, ein Kommentar und diesen Kanal noch nicht abonniert habt und ein Abo auch noch da lässt, meine ich, dann kann Randy vielleicht auch bald Business Class fliegen. Ich freue mich wirklich, das wird wirklich... Wir haben dieses Jahr, ich habe geschaut in meiner Insta-Story, in den Highlights, sind 20 Länder, also mit ein paar Städten auch noch und so, aber das sind meistens echt so hin und her Flüge gewesen. Ich war 40 Mal im Flieger hin, also 20 Mal hin, 20 Mal zurück, das ist wirklich sehr, sehr oft. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich in den Flieger rein und checken Emirates Flug ab. Der Flug hierher, 4 Stunden, war schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Jetzt fliegen wir über 9 Stunden, Leute. Es wird ein Heavy-Flug. Auch nach Tokio? Ja. Achso, ist das die Schlange Tokio? Dann bleibe ich auch noch sitzen. Aber wir müssen schlau bleiben. Ist echt immer so, oder? Die Leute stellen sich immer direkt an. Die stehen im Gang und warten dann eine halbe Stunde. Das habe ich noch nie verstanden. Obwohl, das kann man ja verstehen, weil dann ist es froh, dass du nicht mehr sitzen brauchst. Ah, okay, ja. Kritisch, schon mal in Tokio gewesen? Auch mein erstes Mal. Wird interessant. Hi. Good morning. Good morning. Also ich muss jetzt schon mal ehrlich sagen, so zu den, wenn du so die größten Kulturunterschiede kennenlernen willst, dann musst du einfach, denke ich, in die Richtung Asien zu Europa. So, die Leute sind viel disziplinierter. Ich kenne mich nicht aus, aber ich sag einfach nur, was in meinem Kopf ist. So disziplinierter, höflicher, respektvoller, zurückhaltender, schüchterner. Das wird eine sehr, sehr interessante Reise. Ihr kennt mich mittlerweile. Es wird auch eine sehr, sehr crazy Erfahrung für mich, sowas mal wirklich zu erleben. Das Gute ist, dieser Flug geht über Nacht. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz wenig Footage bekommt von dem ganzen Flug, wisst ihr, dass Randy geschlafen hat. Weil europäische Zeit, also in meinem Kopf, die Zeit müsste es jetzt, ich glaube, so 11 Uhr sein oder 22, 23 Uhr oder lass es 0 Uhr sein. Genau, das heißt, es ist jetzt eigentlich die perfekte Zeit von meinem Körper und von meinem Gefühl her, jetzt zu pennen. Can we just go left? Yeah. Just to go down, yeah? Hi. How are you, sir? I'm fine. Nice camera. Thank you, Mr. Campbell. For vlogging? Yes. Oh, okay. I'll just eat it before, so I'm sorry. Which part do I have to go? So yes, here. This one? You can go here, yes. 68A habe ich auf jeden Fall. Ist jetzt auf jeden Fall ein zweistöckiges Flugzeug. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Lukas mich findet. Der sitzt in der Business Class. Guten Abend. Ja. Großer Flug. Ja. Zu voll. Zu voll? Ist leider so, ja, kann man nicht ändern. Alle wollen nach Tokio. Tschüss, ich muss durch den ganzen Flieger wandern. Sorry, Wegfeller. Sorry, one question. Yeah. Can I put my luggage maybe under the seat? Could I sit over there? Is it possible? Because there is my laptop inside. I will... After takeoff, you'll be able to put it back down. But okay. Because you're on an emergency exit, it's going to have to go at the top. Okay. Just for now. So I have to put it upstairs? Yeah. Good morning, my name is Lukas Grigorashvili. Freunde. Dubai to Tokyo. Ich habe sowas von das Leben durchgespielt, Alter. Checkt mal diesen Platz. Ich habe auf jeden Fall mehr Platz als Lukas in der Business Lounge. Der steht fest. Das hier ist der Exit-Platz und wir haben den noch, als wir in Beirut waren, extra ausgewählt. Das ist gerade der absolute Jackpot. Oh mein Gott. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr Economy fliegt und so einen langen Flug habt, dann müsst ihr mindestens diesen Platz haben. Damit ihr versteht, in Dubai ist es jetzt gerade 3 Uhr. Kuss geht raus an sie, beste Nachbarin. Wir haben hier gerade noch so ein Package bekommen, ich weiß nicht genau, was es ist. Oh, das ist meine Tasche, will ich nur sagen. Seht ihr das? Ich habe 2 auf dem. Kommen wir jetzt mal zum wirklich absoluten Komfort auf meinem Sitzplatz. Beinfreiheit at its finest.
Bildschirm verstellbar. Schaut, wie weit ich mich nach hinten gelehnt habe. Sieht man das? Soll mir mal einer erzählen, das ist kein Business Class, was ich gerade fliege. Ich habe mein eigenes Licht. I'm a rich fella. Hier habe ich auch meine Controller ausziehbar, wo ich dann später auch safe noch irgendwelche Games spielen werde. Da habe ich richtig Bock. Und jetzt würde ich mal sagen, haben wir auf jeden Fall genug geredet. Wir sehen uns gleich, wenn das Essen kommt. Eine Stunde später. Also ich muss ja schon sagen, dieser Salmon, dieser Teriyaki-Soße, der mich nicht alles täuscht, riecht schon in meine Nase rein. Und diese kleinen Karotten, die so geschnitten sind wie kleine Blumen, schmecken nach Lachs. Jetzt würde ich sagen, wir probieren den ganzen Lachs hier, verstehe ich? Ihr habt auf jeden Fall den Lachs gerade gesehen. Er ist jetzt nicht wirklich crazy rosa, aber probieren wir einfach und dann wissen wir mehr. Wow. Der Lachs schmeckt so heftig nach Lachs, so perfekt gesalzen, so richtig geschmacksintensiv, richtig nice. Ein kleines Stück Lachs nehmen und richtig viel Reis. Und der Lachs übernimmt komplett. Er sorgt dafür, dass das Wasser in der Mund zusammenläuft. Der Reis schmeckt nicht besonders nach irgendwas, aber er klebt schön. Das ist auch keine Teriyaki-Soße, sondern eine ganz einfache Sojasauce. Das merkt man auch direkt. Ich habe sie jetzt mal richtig probiert. Super, super, super lecker. Wir haben es mal wieder geschafft, wir haben den schlechtesten Moment erwischt für Turbulenzen. Gerade steht mein Essen da und jetzt gibt es Turbulenzen. Es ist kühl, trotzdem cremig, nicht zu süß. Die Kokosraspeln machen es so neutral. Wenn einer weiß, was das hier ist, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Noch nie gesehen. Aprikosenmarmelade, ich bin allergisch gegen Aprikosen. Weißt du, was es ist? Könnte doch Apfelmus sein. Schwer zu sagen. Man schnappt sich hier eine Watermelon, geht dann hier rein, hat die Watermelon eingecremt mit Sonnenmilch und Kokosraspeln. Man schmeckt nur die Wassermelone. Eine Stunde später. Freunde, wir haben hier auf jeden Fall Baklava aus der Business Class. Oder diese Business Class, diesmal ist krank. Die andere war schon sehr gut, aber die ist on point. Ich hatte Sushi, Sushi im Flugzeug. Es gibt dort eine Bar. Und hin und wieder, wenn du da aufs Klo gehst und an dieser Bar, da kann auch sein, dass da so die ein oder andere Flugbegleiterin. Like dieses Video, kommentiert und abonniert diesen Kanal, dass ich nächstes Jahr Business Class fliege, Freunde. Ich muss in den Mile High Club oder High Mile, wie heißt es? Mile High Club. 6,5 Stunden später. Gut gelandet, mein Koffer ist irgendwo da hinten. Das heißt, ich muss jetzt alle durchgehen lassen, dann hole ich meinen Koffer. Willkommen in Tokio, Leute. Bad bitch from Tokio. Bye bye, genieß es. Bye, thank you. Bye bye. Thank you, bye. Der Moment ist gekommen, wir steigen einfach aus dem Flieger. Ich glaub's nicht, mein Koffer bleibt immer hängen. Ich werde nie wieder einen Rollkoffer mit ins Flugzeug reinnehmen. Das ist eine absolute Katastrophe. Mal davon abgesehen, wir sind einfach in Tokio. Willst du mich verarschen? Bye bye. Thank you, bye bye. Ich schwör's euch, ich habe viele Länder dieses Jahr gesehen, aber Tokio, Leute. Eieieiei. Also ihr müsst euch vorstellen, es war schon wieder Mitternacht, jetzt haben wir es Abend. Hier ist es so 17 Uhr, 17.20, 17.30. Crazy. Good evening. Hey, good evening. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das alles interessiert. Ich muss es jetzt zeigen. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich in den nächsten Vlogs auch immer wieder Sachen zeigen, wo ihr euch denkt, Digga, was zeigst du da? Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist wie wenn du das erste Mal nach Wakanda kommst für einen Europäer. Ich sag's mal so, wie es ist. Das hier wird wahrscheinlich die krasseste Reise, was so Vielfalt und sowas angeht, meines Lebens und anderer Welt. Und es wird sehr viel Fisch geben und leckeres Zeug. Da ist auch mein Bester. Tokio, Tokio. Sorry, Leute. Man darf hier nicht rumschreien, gell? Das macht man hier nicht, gell? Hey, die sind alle so nett, Mann. Die sind alle so nett. Einfach Oberelchingen. Ja, ich hätte an alles gedacht dieses Jahr, aber dass wir noch in Tokio landen. Nein, ich habe auch nicht mehr dran geglaubt. Ich habe drauf gewartet, aber ich habe nicht dran geglaubt. Ich bin auch richtig froh jetzt. Es hat sich jetzt schon alles mit diesen ganzen Reiskatastrophen in dieser Welt schnell gefangen wieder. Ja. Nicht schnell, aber so gefangen, dass wir diese Reise noch machen konnten.
Du hast mir schon vor 1,5 Jahren, 2 Jahren erzählt, du willst dahin. Eieiei. Das ist der schönste Jahresabschluss, den wir uns hätten wünschen können, auf jeden Fall. 2022 wurde auseinandergenommen, ja? Ja, Mann. Es folgen sehr, sehr viele Videos. Abonniert auch gerne den Kanal, abonniert auch gerne seinen Kanal, abonniert auch gerne den anderen Kanal. Alles, was existiert, kommentieren, liken, abonnieren, teilen. Ich wollte eigentlich ein mieses Review drehen, okay? Ja. Ich habe das erste Mal gedreht, dann habe ich gedacht, ja, ich penne jetzt kurz. Bruder, ich war einfach weg, bis wir am Boden waren. Bro, weißt du, was es zu essen gab bei mir? Ich will es nicht wissen. Es gab erstmal Sushi. Ja, ich habe ein japanisches Frühstück bekommen. Mit Miso-Suppe und gekochten Lachs, Teriyaki und Reis und Sluice und Spuice und... Mein Akku hat echt lang gehalten, aber Freunde, wenn ihr gute Freunde habt, wie ich, dann kriegt ihr ein Battery-Package geschenkt. Auf jeden Fall, wenn ihr ankommt, müsst ihr nochmal hier an diesem Stuhl, seht ihr das? Das ist so ein QR-Code. Eigentlich hätte man den schon zu Hause ausfüllen können. Den muss man jetzt nochmal kurz machen. Die sind so nett, Digga. Das ist so geil. Die grinsen immer. Ich habe noch keinen gesehen, der hier schlecht gelaunt ist, Bruder. Bruder, in Wien einfach, wenn du eine im Supermarkt fragst, okay? Wissen Sie, wo die Nudeln sind? Hörst du, oder du schaust, dass du dich wegmachst, oder? Wir holen auf jeden Fall jetzt unser Gepäck. Wir müssen jetzt nochmal durch so eine Control durch, wo sie Fingerabdrücke genommen haben. Ähnlich wie in den USA eigentlich, oder? Stimmt. Nur keine so nervigen Fragen. Arigato. Arigato. Die sagen irgendwas. Arigato ist eine geile Maske. Lukas hat gemeint Arigato und dann 3 Masken. Meine verehrten Zuschauer, wir haben Money gechanged. 170 Euro sind das hier ungefähr. Sehr, sehr interessantes Geld, habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie, ja, altpapiermäßig, oder? Ja, ich finde die Farbe so geil. Das ist Papyrus-Shit. Diese Mülleimer sehen doch auch fancy aus, oder? Sind wir uns einig? Auf jeden Fall erkläre ich euch ganz kurz das Konzept. Es gibt immer eine gewisse Anzahl an Tagen. Und dann hier zum Beispiel 5 Tage hat man jeden Tag 1 GB. Geschwindigkeit kostet 2500. Wir haben jetzt das hier genommen, 31 Tage. Unlimited, durchgehend, 3G LTE, 9000 Yen. Das sind umgerechnet 62 Euro. Das schon ist ein guter Batzen Kohle, wenn ich jetzt überlege. Wir haben auf jeden Fall Tickets geholt. Ich erkläre euch gleich alles im Zug. Mit Sitzplätzen, alles reserviert, dies, das, geil. Bruder, ich habe letztens was gelesen. Deutsche Bahn, alle Züge zusammengerechnet, okay, hatten im letzten Jahr, also nicht dieses, sondern im letzten Jahr, 2 Jahre Verspätung von der Zeit. Und hier sind es 15 Minuten. 2 Jahre! Schau mal vor, du verpasst ihren Zug. Du bist einfach, du bist jünger. Du bist jünger in der Bahn, Alter. Ich weiß noch nicht genau das System, aber da ist auch Blindenschrift drauf. Irgendwie, das hier muss Waggon heißen, wie auch immer. Und wir haben jetzt einen, also K steht bei uns auf dem Ticket. Wir haben K Nummer 2, entweder das oder das. Und dann haben wir unseren direkten Sitz. Und jetzt wissen wir schon mal, wir müssen hier in der Area warten und steigen nur noch ein. Japanese people, they have brain, man. Nicht wie wir, weißt du? Nicht wie wir. Wer wir überhaupt? Afrikaner oder Deutsche? Weiß ich manchmal selber. Kaisainage. Madoridai. Boah, ich glaube, ich kann es aber gut, Bruder. Da steht wirklich, ich habe es übel schnell gelesen. Madoridai. Das spricht man safe so aus. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Zug wirklich mit den Türen richtig anhält oder nicht. Meine verehrten Zuschauer. Hier muss jetzt die Tür bleiben. Aha. Da hat jemand Reichise. Willkommen im ersten Tokyo Train, oder? Das erste, was ich jetzt hier essen will, ist Döner. Ey, die wollen mich verarschen. Schaut euch diese Beinfreiheit an. Mehr Beinfreiheit als bei Lukas in der Business Class. Und... Ah, das sind... Oh mein Gott. Nein, ich weiß, was ich vergessen habe. Herzlich willkommen bei dir in der Steckdose, mein Freund. Ich habe dieses Teil vergessen, verdammt. Was ist das hier? So! Und bam, ist es ein Vierer! Man kann jeden Stuhl einfach umdrehen. Darf man die hier filmen oder nicht? Ja, dann. Wir werden es rausfinden. Bruder, der sieht sogar gefährlich aus, ich sag dir ehrlich. Endgegner von Rush Hour. Ein bisschen Angst habe ich gerade schon, wenn ich ehrlich bin. Aber ist nicht schlimm. By the way, wir haben gegoogelt, also besser gesagt, ich habe in den Uber eingegeben, was es mich gekostet hätte. 200 Euro hätten wir bezahlt. Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber die warten auch alle sehr ordentlich, seht ihr das? Jeder ist hier auch am Handy, hier ist noch mal schlimmer wie in Europa, finde ich, mit Handy. Live reporting from Tokyo, this is Bear Grylls and now we're gonna enter the train. Wir haben immer noch kein Ticket, das wird unser erstes Mal Schwarzfahren sein in Tokio. Was denkt ihr, wird es gut gehen oder nicht? Wir wurden ja nicht kontrolliert am Hinfahrt eigentlich. Wir werden eh trotzdem schwarzfahren. Wir sind 2 Afrikaner. Schon sagen, du sowieso. Ich fühle mich, als ob ich in einem Gameboy wäre einfach, oder? Wir sitzen einfach in einer U-Bahn in Tokio. Ladies and Gentlemen,
Es ist der Moment gekommen. Wir sind noch die einzigen zwei Menschen. Ich war noch nie so leise in der Lupe. Es ist so leise. Ich kann einen Wurm furzen hören, ich sag's nicht. Keiner redet. Wenn du jetzt einmal How You machst, kriegst du von mir 100 Dollar. Das sind die ersten Eindrücke, die ich euch auch zeigen wollte. So, wie ist es, wenn man in Tokio ankommt? Das war wirklich ungelogen die interessanteste U-Bahn-Fahrt, die ich in meinem Leben hatte. Schon Schmerzen so leise waren. Ja. Das hat wirklich, Bruder, irgendwo musste ich jetzt irgendwas rausschreien aus mir. Herz hat so unregelmäßig auch, das hat so... Wir wurden auf jeden Fall jetzt von der Airbnb-Dame abgeholt, die uns jetzt ein bisschen alles erklären wird und so, die auch richtig nett war schon, als Lukas mit ihr geschrieben hat. Wir haben ihr auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Sie will immer so kleine Magnete haben. Und wir waren ja auch in Syrien und haben ihr davon auch einen mitgenommen und haben ihr das schon gesagt. Die hat uns auch alles erklärt, also der ganze Weg, den wir jetzt gegangen sind, es wurde uns schon erklärt, weil alleine wäre das fast unmöglich gewesen. Und jetzt gehen wir ins Airbnb rein und dann werden wir auch was Leckeres essen gehen. Lukas bespricht gerade, was es zu essen gibt. Family Mart. It's a convenience store. Ah, okay, got it. Got it, perfect. I mean, they were the nearest one. How long are they open? To close it? It's 24 hours. And you don't need to go out. If you turn off, it will be appreciated. Ah, okay, yeah. The light. Yeah, the light. Okay, yeah of course. It's the end of the day. Either I come back to Tokyo or we will go somewhere else. Don't know yet. Okay, yeah, you go first. All right. I wait here. Yeah. Big man's coming. Bye bye. Ich zeige euch das jetzt nochmal, während ich auf die warte. Wir sind hier durch diesen Lagerraum gegangen. Das ist schon crazy. Das ist die Tür, wir sind hier so rein. Das ist eigentlich so eine Firma oder irgendwas. Ich weiß selber nicht. Und hier rein. Und hier arbeiten die Leute. Genau. Papierzeug. Also es ist crazy. So gehst du in ein Airbnb. Es ist auch alles ein bisschen bedrückender, ein bisschen kleiner, hat sie auch gerade gemeint. Ist einfach Japan. Japan-Style. Ich brauche was Gescheites zu essen, Alter. Ich brauche eine gescheite Portion. Was schön Scharfes, Leckeres. Oh, ich habe die 4 gedrückt. Aber ja, die Frau ist super nett. Das ist unsere Ankunft, Leute. Ich weiß, das zieht sich alles ein bisschen. Aber scary auf jeden Fall. Mach die Tür schnell wieder zu, weil ich habe gar keinen Bock auf so Horrorfilm-Szenen. Schuhe muss man immer ausziehen, dann hier schlappen. And we have water for you and this beer for you guys. Beer? Oh my god. Souvenir. It's a long day, I know. Yes, yeah, a long flight. Yeah, I know. Can I have your souvenir? Of course. Yeah, I look for that. Kawaii, arigato. Thank you. It's my first one. Nice. Yes, nice. Arigato. The first one from Vienna? Yeah. But this one is very special, it's I think. From Aleppo, from Syria. Oh, it's the very first one. Yeah, like special Austrian sweets for you. Ah, thank you. It's called Mozartkugel. Aha, Mozart. Maria, Maria. Boah, ich sage euch ehrlich, jeder, der jetzt gerade hinter diesem Bildschirm sitzt und sich denkt, boah, da hätte ich auch Bock drauf, ich verstehe euch zu 100%.